Hallo zusammen, ich bin Jimena von Stampin' Hime und heute ist wieder Sonntag, Zeit zum Basteln mit mir. Ich hoffe, ich bin richtig in meiner Zeit und dass ihr Lust mit mir habt zum Basteln heute. Katrin, okay, also ich bin doch online. Ich teile nur mein Video in der Gruppe. Nope. Sind in WhatsApp. Oh, man kann das auch in WhatsApp teilen. Ja, heute wollte ich ein paar Karten basteln. Osterkarten. Ach, wo bin ich? Stampin. Jetzt aber. Ja, uff, die Technologie. So, danke, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, ich wollte heute noch ein paar Osterkarten basteln. Und ich habe jetzt in Zoom ein Video noch geteilt, weil vielleicht ein paar von meinen Teammitgliedern noch mitgucken wollten und sie sind nicht in Facebook. Dachte ich dann gleich, können sie mit mir noch basteln. Ich wechsle jetzt die Kamera auf meinen Arbeitsflächen. Spotlight, Place Spotlight. Genau. Also ich habe letzte Woche diesen Stempelset entdeckt, habe ich euch gesagt. Ich hatte es nicht vorher gesehen oder vorher benutzt. Und ich dachte, diese Woche kann ich meine Osterkarte damit basteln und benutze dafür aber auch die passenden Stanzen dazu. Die sind, also ich bin total verliebt in diesem Produktpaket. Und ja, ich dachte, wir können zusammen basteln. Es geht relativ schnell mit diesen Stanzenformen. Und ja, ich habe eine tolle Idee und ich hoffe, es klappt ja auch. Also, meine Grundkarte wird aus Farbkarton in Minzmakronen. Und das, da ich so zwei Karten basteln möchte, dann kann ich euch, dann kann ich gleich aus dem A4-Farbkarton dann gleich die zwei Grundkarten basteln. Erstmal bei 10,5 cm. Mein Papier anlegen und dann falzen mit der Falzklinge und dann umdrehen und bei 14,85 dann schneiden. So, ich hoffe, wenn ihr diesen Stempelset oder dieses Produktpaket habt, dann hoffentlich könnt ihr diese Karte nachbasteln. Es geht richtig einfach, wenn man die Produkte hat und man muss ja nicht so viel stempeln. Ich gucke kurz. Ja, wohl. Genau. Dann für meinen Kranzen, also ich möchte halt diese zwei Tanzen austanzen und dafür habe ich Farbkarton in Lindgrün und in Minzmakrone, also das gleiche wie meine Grundkarte. Ich habe die schon im Vorfeld ausgestanzt. Da müsst ihr ja nicht gucken, wie ich alles austanze, aber mit dieser Stanze, mit dieser Kranzstanze habe ich jetzt die einen Kranz, also in Lindgrün gestanzt und aus Minzmakrone habe ich dann diesen Kranz ausgestanzt. Und dann habe ich für meinen
Hintergrund habe ich das Designerpapier, also Spezialpapier heißt das, aus dem Flügel voller Fantasie diesen Spezialpapier Holztextur genommen, weil es einfach ja, passt perfekt zu meinen Vorhaben. Und dann habe ich noch in diesem kleinen Stamsen gibt es auch jede Menge kleine Blümchen habe ich ausgestanzt. Die habe ich, also es gibt drei Stanzen, die diese kleinen Blümchen stanzen. Und das finde ich voll praktisch. Dann braucht man ja, weniger Zeit, um das alles zu basteln. Also, falte ich meine Grundkarte jetzt in der Mitte, da wo ich die Falzlinie gezogen habe. Und dann kann ich mein Designerpapier befestigen. Man kann diesen Holztextur benutzen, aber man kann auch so die Druckseite nehmen, wo, ja, ich finde diese Farbe ist auch voll schön. Dann kann man ja, so oder so benutzen. Ich finde, das Papier ist toll. Der ist auch nur für kurze Zeit verfügbar, also so lange wie der Vorrat reicht. Und ihr habt gesehen, die Schmetterlinge Papier, also Schmetterlingsschmuck, ist ausverkauft worden. Das ist einfach wunderschön gewesen und ja, jeder hat es irgendwie bestellt mit dem versandfreien Tag und dann es gibt nicht mehr. Also, wenn ihr diesen tollen Spezialpapier auch haben wollt, dann nicht so lange warten, dass es ausverkauft wird. Dann könnt ihr mir gerne Bestellung schicken per E-Mail oder über meinen Online-Shop. Das sind 12x12 Inches großen Papier und da kann man sehr viel Freude davon haben. Es sind 2 Blätter dabei und ich glaube, es kostet 6 Euro, glaube ich. So, jetzt unsere Kranzen zusammenbauen und dafür brauchen wir unsere Picktool und Klebepunkte. Und das mache ich so, dass ich die Klebepunkte auf die Rückseite von dieser Blätter befestige. Moment, jetzt. Also ich gehe hier, wo diese Zweige oder wo die Blätter ein bisschen breiter sind, aber nicht hinter den Blättern, sondern hier in dem dickeren Teil von meinem, für meinen Kranz. Und hier, ich mache nur ein paar von diesen Mini-Kleberpunkten. Ich brauche nicht so viele, ich brauche nur ein paar, damit es festhält. Und deswegen brauchen wir diesen Tool. Das ist einfach perfekt, um die Kleberpunkte zu sammeln. Und ja. Und hier richtig platzieren. Genau. Diese. Noch eine. So. Also man kann diese Klebepunkte immer wieder so verformen und in der Länge ziehen. Das finde ich ganz praktisch. Und jetzt einfach auf meinem zweiten Kranz platzieren. Also schaue ich mal, wo mein Klebepunkt ist. Und dann hier noch zusammenlegen. So. Fertig. Also meine Kranz ist
fertig. Und dann kann ich den einfach hier auf meinen Hintergrund, auf die Vorderseite der Karte dann platzieren. Und das kann ich entweder auch mit den Klebepunkten machen oder auch mit Dimensionals. Die Blümchen, die kommen auch hier auf den Kranz. Die habe ich aus Farbkarton in Osterglocke ausgestanzt. Und dafür benutze ich auch Klebepunkte. Die werde ich hier mit dem Pick-Tool hinter einem von den Blumenblätter. Und lege ich die hier auch wieder so mit meinem Pick-Tool auf den Kranz. Und so werde ich dann alle platzieren. Also dieses Projekt braucht richtig viele Klebepunkte. Aber ich weiß nicht, wie viele in einer Packung sind. Ich glaube, es sind 500 oder so. Die sind aber einfach praktisch. Man kann theoretisch auch mit Flüssigkleber arbeiten, aber ich finde es viel einfacher mit diesen kleinen Klebepunkten. Und ja, wie gesagt, ich habe mir diese kleinen Blümchen ausgestanzt. Man braucht 9, also wenn man die ganzen Kranz mit den Blümchen verzieren möchte, dann braucht man 9 von diesen kleinen Blümchen. Habt ihr schon alle eure Osterkarten gebastelt? Ich nämlich nicht. Deswegen musste ich jetzt Osterkarten basteln. Aber ich muss sagen, es ist nicht üblich, zumindest bei uns, Osterkarten zu verschicken. Es gibt aber, ja, für die Schwiegermutter muss man ja schon. Und ja, ein paar Leute, die ich weiß, die sich freuen. Aber sonst, also zumindest bei uns ist nicht Tradition, Osterkarten zu verschicken. Aber da ich diesen Produktpaket entdeckt habe, ich dachte, ich muss unbedingt ein paar noch machen. Ist einfach toll, es macht Spaß. Und wenn man schon so eine Freude machen kann, dann warum nicht? Denkt dran, noch eine Woche haben wir noch Zeit, also heute. Ja, no, wir haben 1,5 Wochen noch Zeit, um bei mir weitere Celebration Prämien zu bekommen. Alle Bestellungen ab 60 Euro bekommen noch ein Celebration Geschenk von mir. Die verfügbaren Celebration Geschenke gibt es bei mir im Blog. Den Link kann ich euch später noch einstellen. Aber so, wenn ihr zum Beispiel noch diesen Produktpaket bestellen möchtet, noch, ich glaube, das ist auch 60 Euro, dann könnt ihr noch ein Geschenk von mir bekommen. Ja, genau, hier fällt noch die eine, glaube ich. Die habe ich dann falsch gesetzt. So. Vielleicht fällt hier noch eine. Wieder mit dem Pick-Tool und hinter den Blütenblättern, so dass es nicht an den Umschlag oder sonst wo klebt. Man kann natürlich auch weniger von diesen kleinen Blumen machen. So eine Geschmackssache. Ja, es ist nicht normal, weil jeder eine Osterkarte zu basteln, Katrin, glaube ich. Aber die fand ich so toll. Die muss ich basteln. Okay, jetzt ist unsere Kranz fertig.
Ein bisschen Stempel müssen wir noch. Dafür werde ich diesen Tafel, glaube ich, oder diesen Schild nehmen und dann den Gruß Frohe Ostern und ein bisschen Farbkarton in Weiß. Hier habe ich einfach Papierreste. Und man braucht eine Stempelmatte. Stempelmatte. Und für meinen Gruß nehme ich Espresso und nehme ich Schiefergrau für den Chill, damit das gut zu sehen ist. Nehme ich dann ein bisschen Tinte in Schiefergrau und Stempel. So. Und jetzt mit Espresso. Frohe Ostern. Frohe Ostern. So. Ich finde diese Schriftzug einfach genial. Das kann man natürlich auch hier mit Frohe Weihnachten machen, beste Wünsche oder lieben Dank. Das ist nicht nur für Ostern, diesen Produktpaket. Dann mit der Schere schneiden wir unseren Schild. Es gibt keine Stanze dafür, aber es ist ja recht einfach zu schneiden. Ja, einfach ein Rechteck. Gut, man kann es immer schief schneiden. Oder man nimmt auch die Papierschneider, dann hat man diesem Problem mit Schiffschneiden nicht. Aber ich fand es schneller mit der Schere. Und habe jetzt Konzentration. damit ich gerade schneide. Okay. So kann das. Und das wird hier in der Mitte geklebt. Erstmal klebe ich dann meinen Kranz hier. Und wenn ich mit Dimensionals das kleben möchte, dann nehme ich die Mini-Dimensionals. Die sind ja ganz praktisch so klein. Dann können sich dann verstecken hinter diesen breiteren Blättern. Und dann mache ich ein paar so verstreut. Und hier. So ungefähr schauen, dass es nicht durch die Blätter rausguckt, weil dann kleben sie halt auf andere Sachen, die wir nicht wirklich haben wollen. Die kleben. So. Ich glaube, mit den drei reicht und ich versuche so ungefähr mittig hier auf der Vorderseite der Karte zu machen. Und so ist fast fertig die erste Karte für heute. Dann den hier kommt auch mit Dimensionals. Hier könnte man auch die normale Dimensionals nehmen, aber ich habe jetzt einfach die kleine auf dem Schreibtisch und
So, hier mit meinem Pick-Tool kann ich ein bisschen diese Blätter hier hochbringen. Oder auch mit dem Finger. So, die sind dann nicht ganz so versteckt. Und dann dachte ich mir, mit einem kleinen Schleife sieht das doch schon gleich besser. Diese Schleife ist aus dem Kombipack Blumen für jedes Jahr der Zeit. Das sind drei verschiedene Geschenkbänder, beziehungsweise auch einen Kordel in Blau. Und also diese Geschenkband ist in Aventurin. Und ich dachte, es passt zu meiner Farbkombination ganz gut. Die ist ähnlich wie Minzmakron und kombiniert ganz gut mit Osterglocke und Safran von meiner Blume. Den versuche ich ganz klein zu binden, weil meine Karte ist ja nicht so, meine Kranz ist nicht so groß. Und deshalb kämpfe ich noch ein bisschen mit dem. So. Sind nicht die richtige Schere für meine Schleife. So. Also die Schleife finde ich richtig schön und die kann ich hier mit einem Klebepunkt befestigen. Das muss ich erstmal Klebepunkt. Also immer benutze ich Klebepunkte, wenn ich Geschenkbänder befestigen will. Ich finde, das ist die beste Möglichkeit. Da klebt ganz gut und fällt nicht runter. Und so ist meine erste Osterkarte fertig gebastelt. Also ich liebe diesen Kranz und ich denke, das geht ganz schnell. Man muss nur einfach durch die Stanzumprägemaschine dann die Teile austanzen und es ist fertig. Das ist die erste. Nur mit Blümchen und diesem Schild. Und jetzt nochmal mit dem gleichen Farbkarton. Also wir haben jetzt einfach nur ein Blatt A4 benutzt für unsere Grundkarte. Und auch mit dem gleichen Spezialpapier für den Hintergrund. Befestigen wir hier in der Vorderseite der Karte. Wir können die auch in der Rückseite benutzen. Ich denke, das lasse ich auch gut benutzen, aber erstmal so. Ich benutze Stampin' Seal. So. Und so, ist fertig. Für diese Karte möchte ich dann jetzt die Ostereier benutzen und diesen kleinen Vogelchen. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich dachte, das sieht toll aus. Und ich weiß nicht, welche Farbe normal hat, aber ich dachte, ich kann diesen Farbengrund benutzen, weil es ist, könnte theoretisch ein, es ist nicht, aber ich dachte, okay, das passt perfekt zu meiner Farbkombination. Ich habe die Kränze wieder in den gleichen Farben ausgestanzt, also Lindgrün und Mitzmann-Krone für den Kranz. Und jetzt
wieder in ein Restpapier, stemple ich halt den Vogel und die Osterreihe. Den Vogel werde ich dann, wie gesagt, mit faulen Grund, diesen tollen Grund, wird aus dem Katalog weggehen, also wird das Katalog verlassen. Und man hat noch Zeit, also am Mittwoch werden die Demonstratoren die neuen Produkte sehen aus dem Jahreskatalog. Und bis der Liste raus ist mit den Produkten, die das Katalog verlassen, kann man die immer noch, sagen wir mal, problemlos bestellen, weil selbst wenn die in Nachlieferung gehen, dann werden sie noch nachgeliefert. Aber nachdem diese Liste rauskommen, ist dann so lange, wie der Vorrat reicht. Dann kann man das nicht mehr bestellen oder bekommen, wenn das ausverkauft ist. Ist dann ausverkauft und dann kann man nicht mehr dazu zugreifen. Ich stemple nochmal die Osterreihe einmal mit Magenta und einmal mit Safrangelb. So wie die Blumen vorher hatte ich die auch in Safrangelb gehabt. Ich muss erstmal die Osterreihe noch putzen. Und dann mit Safrangelb stempeln. Hier. Und das wird dann ausgestanzt. Mit der passenden Stanze. Dann haben wir für den kleinen Vogel haben wir die Stanze und ganz praktisch dazu, die Osterreihe kann man auch gleichzeitig austanzen, beide. Ich glaube, ich schneide das hier in der Mitte. Und so kann ich das in meine kleine Stanzmaschine tanzen. Dann brauchen wir Nummer 1, Nummer 2 Papier und Stanzform. So. Und jetzt die nächste. Und durchkurbeln. Einmal. Und noch die kleine Reihe. Das finde ich ganz praktisch, dass man gleichzeitig zwei Eier dann austanzen kann. Das geht. Am nächsten Freitag gibt es wieder einen Facebook-Live um 15 Uhr. Ist dann die Abschiedsparty für den Jahreskatalog. Dann werde ich dann nochmal sagen, was das Katalog, also welche Produkte das Katalog verlassen und was übernommen wird. Also herzlich eingeladen am Freitag weiteres Facebook Live und das werde ich dann nochmal in YouTube hochladen. Dann weißt ihr Bescheid, was alles bleibt und was alles rausgeht. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr noch was bestellt aus dem alten Katalog.
und könnt ihr euch auch schon freuen, was es alles kommt. Neue Inkcolors, da freue ich mich. Da wird es wieder einen Inkcolors Club geben, wo wir jeden Monat 5 Karten basteln für alle Mitglieder des Inkcolors Club. Und das Bastelkit ist kostenlos für den, mit Anleitung natürlich. Ich werde jetzt einfach einen gelben Ei und einen Magenta einnehmen und hier mit meinen tollen Vogelchen und natürlich mit meinem Schild, das muss ich auch noch stempeln. Wieder ein Stück Papier in Weiß und für mein Schild jetzt werde ich Granit nehmen. Schild putzen, stempeln. Da braucht man noch die Stempelmatte. So. Oh, das ist schön gestempelt. Und wieder mit Espresso. Den Gruß. Frohe Ostern. Ostern. So. Ich glaube, ich muss das nochmal stempeln. Machen wir nochmal. Weil es ist gut gestempelt, nur brauchen wir noch ein bisschen zentriert. Deswegen, ich mache es nochmal. Sicher ist sicher. Boah, das ist nicht gut. Und jetzt hoffentlich klappt das hier besser. Nicht wirklich. Wird schon passen. Der erste ist perfekt geworden mit dem Stempelabdruck. Aber da habe ich ein bisschen schief gestempelt, beziehungsweise nicht mittig. Hier ist auch nicht viel besser. So, schauen wir mal, welche besser funktioniert. Von den beiden. Wieder mit der Schere schneiden. Nehme ich das, weil der Spruch zentriert ist. So. Ich glaube, ich habe mich heute voll beeilt, um fertig mit der Karte zu werden. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich schon wusste, ich habe vor, 2 Karten zu basteln und ich dachte, okay, das muss schnell gehen. Aber ja, muss nicht unbedingt sein. Also, das ist dann der Grundlage für meine zweite Karte. Ich glaube, ich kann das so benutzen. Genau, dann befestige ich das wieder zusammen. Die Kranz wie vorher wieder mit den Klebepunkten. Ich liebe diese Klebepunkte, die sind einfach praktisch. Und ja, so kann man präzise arbeiten. Ich mache 3 hier. Das sollte reichen, um den Kranz
zu befestigen. Also alle Demonstratoren dürfen sich freuen. In 3 Tagen ist es soweit. Neue Kataloge sehen, neue Inkolors. Und dann am Freitag bin ich wieder im Facebook Live und erzähle ich euch das alles aus dem aktuellen Katalog rausgeht. Und vielleicht kann ich euch ein bisschen erzählen, was noch alles bleibt, falls es irgendwas bleibt. Nochmal mit Dimensionals, meinen Kranz hier auf meine Grundkarte befestigen. Da brauche ich auch wieder nur 3. Und denkt dran, bis 31. März könnt ihr bei mir noch Celebration Prämie bekommen, wenn ihr eine Bestellung über 60 Euro über mich abgibt. Das sind Prämien, die ich aus diesen und vergangenen Celebrations gesammelt habe, als Dankeschön für meine Kunden. Gut, jetzt bauen wir unseren Gruß zusammen mit unseren Ostereier. Einmal in Magenta, einmal in Safrangelb. Und so kann man gleich eine zweite Karte basteln, wenn man möchte. Anfangen. So. Ich lege erstmal so zusammen, wie ich das haben möchte. Und dann kann ich die Sachen dann befestigen. Dann nehme ich dann wieder so einen Dimensional hinter mein Schild, da wo ich mein Schild haben möchte. So. Dann benötige ich für meinen Vogel. Weißt du ja, wie diesen Vogel heißt? Ich kenne das Wort auf Deutsch nicht. Und eigentlich auf Spanisch auch nicht. Aber ich finde es so schön. Mir gefällt richtig gut. Und die 2 kann ich mit Klebeband befestigen. Hier noch. Und hier noch. Okay, fertig ist die Karte. Das ist die 2. Karte von meinem heutigen Bastel am Sonntag. Ich sehe irgendwie die Qualität von das Bild ist irgendwie nicht so toll. Aber ich hoffe, also ich habe mein OneDrive raus. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bei euch ist das Bildqualität besser, als was ich gerade sehe. und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in der neuen Woche. Ein Fasan, okay. Danke, Katrin. Danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare und auch danke für eure Bestellung und eine Unterstützung. Ich wünsche euch eine gute Zeit in der neuen Woche und ja, wir sehen uns dann am Freitag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.